Hallo Menschen, erstens stehen neben mir ein riesengroßer C3PO und R2D2 und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile zu bleiben, denn die sind jetzt in unserem Wohnzimmer hier eingezogen. Und zweitens kommt heute von mir der Booktuber-Tag, in dem ich den Zuschauern 10 Booktuber vorstelle, die ich für empfehlenswert halte und dann wiederum diesen 10 Booktubern jeweils ein Buch empfehle, von dem ich denke, es könnte ihnen gefallen. Ich war schon immer besser in Deutsch als in Mathe, deswegen gibt es bei mir 11. Ich dachte, es seien 10, habe da nochmal nachgezählt und wollte dann auch den einen nicht rauswerfen. Deswegen habe ich jetzt 11 tolle, unterschiedliche Booktuber für euch. Nummer 1 ist Alles Allerlei. Bei ihr findet man vor allem viel Science-Fiction und Fantasy, in Abständen immer mal ein Jugendbuch oder eine Graphic Novel. Und ganz toll finde ich, dass man auf ihrem Kanal auch so Document Your Life, Vlog und Poetry Slam Videos hat. Das heißt, es ist ein ganz wunderbares Gesamtpaket. Und ihr empfehle ich die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons. Das ist meiner Meinung nach eine ganz intelligente Space Opera, wo es eben nicht nur um so piu piu wie am Weltraumschlachten geht, sondern mit vielen Verweisen auf die Literatur und auf philosophische Überlegungen eben eine auch spannende Quest verbindet. Und das Ganze ohne prätentiös zu wirken. Also es ist jetzt auch nicht so wie, oh, ich möchte Science-Fiction intelligent machen, sondern es ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte und das passt rein, wenn er halt dann über Literatur, vor allem über John Keats redet. Und das kann ich dir empfehlen. Auch wenn es sehr, sehr dick ist, aber früher waren das mal 2 Bücher, die jetzt aber zusammengefasst wurden, was auch Sinn ergibt, denn die 2, die kann man einfach nicht losgelöst voneinander lesen. Genau. Und das war sehr, sehr gut. Als zweites möchte ich euch Buchgeschichten vorstellen. Bei ihr findet man vor allem viel Gegenwartsliteratur und da in der perfekten Mischung aus, davon habe ich ja noch nie was gehört. Und dann aber auch diese, oh Gott, das hatte ich auch schon 10-mal in der Hand und habe ständig überlegt, ob das was für mich wäre. Also wirklich so in alle Richtungen. Und angenehm ist es bei ihr vor allem, dass sie eine ganz schöne, ruhige Art hat. Also ihre Videos kann man nicht gucken und dabei auch nur irgendwie aufgewühlt werden, das sei denn inhaltlich, und das macht sie sehr gut, vor allem mit ihren so thematischen Videos, das heißt oft fasst sie 3 Bücher entweder aus bestimmten Ländern zusammen oder halt ein Video über Bücher, sowas in der Art, das findet man bei ihr und von ihrer Art her einfach so schön ausgewogen. Und ihr möchte ich empfehlen, Der Wolkenatlas von David Mitchell, ein so vielschichtiges Werk, was auch in sich unterschiedliche Gattungen vereint und dann zwischen den Geschichten tolle Querverweise aufweist und es hat auch ein ganz tollen Aufbau, dass es nämlich chronologisch beginnt, also die älteste Geschichte zuerst, dann die, die am weitesten in der Zukunft liegt und dann spiegelt sich das Ganze und man geht zurück quasi zu der ersten Geschichte und ich fand es ganz, ganz toll, auch nochmal einen Tick besser als der Film, obwohl ich den auch ganz okay fand, also überraschend gut verfilmt für so ein Buch, so versteht man vielleicht erst, wenn man Buch und Film gesehen hat, kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Ganz anders ist The Falling Alice. Sie liest vor allem Horror, hat auch dieses Festa-Extrem-Abo. In Abständen kommt auch mal so ein normaler Thriller mit rein oder so moderne Klassiker. Also sie liest auch Einer Flug über das Kuckucksnest oder vielleicht auch Ruhm von Daniel Kehlmann. Obwohl das kein moderner Klassiker ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt eine gute Mischung, aber zum Großteil ist es Horror. Und toll bei ihr ist, dass sie auch vor ihren Videos immer so ein kleines Intro hat mit entweder einem Zitat oder so einer kleinen Schauspieleinlage. Fand ich eigentlich ganz toll. Und ich glaube, bei ihr lehne ich mich ein bisschen am weitesten aus dem Fenster, denn Horror habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gelesen. Aber ich habe das von damals zumindest noch sehr gut in Erinnerung. Und zwar Grausame Städte von Markus Kakorb. Es gibt dann auch einen zweiten Teil, in dem hier bezieht er sich vor allem auf Berlin und Venedig. Und wie gesagt, es kann sein, dass ich es heute nicht mehr so gut finde und es tut mir furchtbar leid, wenn ich das dann jetzt irgendwie falsch empfehle, aber damals fand ich das so toll, weil das auch die perfekte Mischung war, dass manche der Kurzgeschichten, also das heißt dann immer Venedig-Zyklus, zwar ganz normal realistisch waren und so eher das menschliche Grauen behandelt hatten und dann gibt es aber auch welche, die so ein bisschen mystisch, gruselig waren, also für mich eine ganz tolle Mischung damals, vielleicht ist es ja auch was für dich. Dann möchte ich euch noch Karos Bücher empfehlen. Bei ihr findet man ebenfalls hauptsächlich Gegenwartsliteratur, aber ganz toll ist, dass sie dann auch immer so ein bisschen polnische und englische Autoren mit reinbringt. Einige auch, von denen man noch nicht so gehört hat, manchmal dann aber auch was Bekanntes oder Stephen King mal sowas. Also das ist auch eine gute Mischung, aber vor allem viel aus aktueller Literatur, das ich auch gar nicht unbedingt gelesen habe. Und sie hat vor allem, sie hat so eine fröhliche Art, ohne aufgesetzt zu wirken. Ich finde das so angenehm, dass sie einfach anscheinend so ist. Das ist ja toll, aber nicht so dieses, ah, ich mache jetzt mal ein YouTube-Video, sondern sie ist einfach so und das gucke ich so gerne an. Und ihr möchte ich empfehlen, Wörterbuch von Jenny Erpenbeck. Ein Buch, in dem es sowohl um die Beziehungen innerhalb einer Familie, aber dann eben auch auf politischer Ebene geht und vor allem, wie das alles mit Sprache zusammenhängt. Beziehungsweise, wie Sprache unsere Wahrnehmung verändern kann
und was alles so in bestimmten Worten oder auch im Schweigen liegt. Und ich glaube, das könnte was für dich sein. Ist auch nicht sehr dick, hat mir damals sehr gut gefallen. Als fünftes möchte ich euch Oh Why So Sad empfehlen. Sie liest fast nur auf Englisch. Es sind zwar auch viele Jugendbücher dabei, was ja nicht so ganz meins ist, aber eben auch ganz viel mit LGBTQ-Themen. Und dementsprechend möchte ich ihr auch empfehlen Tipping the World von Sarah Waters. Ich nehme an, sie hat definitiv schon davon gehört. Vielleicht hat sie es ja auch schon gelesen. Das hier ist eine sowohl Coming-out als auch einfach eine allgemeine Coming-of-Age-Geschichte am Ende des 19. Jahrhunderts. Und es spielt aber viel so im Theater- und Showbereich, aber andererseits sind auch so richtig am Rande der Gesellschaft, kann man sagen. Also es hat wirklich alles mit dabei. Und ich finde, dass in diesem Buch der historische Aspekt sehr positiv wirkt, denn wäre das einfach so in unserer Geschichte, irgendwie so ein Landmädchen verliebt sich in ein Sternchen, das hätte mich nicht so interessiert, aber mit den Problemen, die das damals nochmal extra hatte, war das wirklich mitreißend ganz gut und die Sprache gefiel mir auch. In Englisch kann ich es auch empfehlen, Deutsch weiß ich nicht, aber ich glaube, das wäre was, finde ich. Wieder in eine andere Richtung geht Bücherwunder. Sie ist ebenfalls eine dieser ruhigen Booktuberinnen, die eine gute Mischung aus Gegenwartsliteratur und so in Abständen dann auch mal einen Klassiker haben. Was ich bei ihr vor allem schätze, ist, dass sie gute, ausführliche Rezensionen hat. Ich weiß, das schreckt manche Leute ab, wenn ein Video länger als 10 Minuten ist, aber für mich steckt dann erst wirklich was drin und sie hat auch was zu sagen, was ich sehr angenehm finde. Und sie hat auch ein gutes Händchen dafür, Liebesromane auszuwählen, aber so am Kitsch vorbei. Das gefällt mir sehr gut. Und hier möchte ich empfehlen Der Trafikant von Seethaler. Hier wird so ein simples, persönliches Leben einerseits mit der Psychoanalyse und Freud in Verbindung gebracht, andererseits dann aber auch mit dem Einmarsch der Nazis in Österreich und wie dieser junge Mann, der Trafikant, eben da plötzlich hineingerät und selber vielleicht auch gar noch nicht so richtig weiß, wo sein Platz in der Welt ist und dann geschehen so viele große Dinge um ihn herum. Das war sehr, sehr schön und sehr unaufgeregt erzählt, was mir gut gefallen hat. Ich glaube, das wäre auch etwas für dich. Auch jemand, mit dem ich gar nicht so viel gemein habe, ist Winky Books. Bei ihr findet man vor allem viele Thriller, Jugendbücher und dann so Erfahrungs- und Schicksalsberichte. Was ich aber auch mal angenehm finde, vor allem im deutschsprachigen Bereich. Ich meine, viele drehen zwar schon auf HD-Videos, aber ich finde, sie hat so eine hohe Produktionsqualität und zwar vom ersten Video an. Das war alles perfekt ausgeleuchtet, es sieht toll aus, es ist klar, der Hintergrund ist so verschwommen, also ganz, ganz toll. Und außerdem solltet ihr bei ihr vorbeischauen, wenn ihr einen kleinen Mops immer mal wieder sehen wollt. Empfehlenswert finde ich für sie Dürre Jahre von Helene Flöss, ein Buch, was sich mit Magersucht beschäftigt, aber nicht direkt ein Erfahrungsbericht ist, sondern das Ganze schon literarisch aufarbeitet. Und obwohl das in dritter Person geschrieben ist, wirkt es manchmal fast wie ein Bewusstseinsstrom. Das heißt, wir haben auch immer so ganz kurze, abgehackte Sätze, was halt auch gut ihre Gedanken wiedergibt und wie sie sich immer mehr von allen anderen entfernt. Zugegeben ist es so ein bisschen eigen. Also der Erzählstil ist nicht ganz normal, aber ich hatte das damals als extrem eindrücklich in Erinnerung. Es ist ja auch nicht sehr dick. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann kommt man auch schnell durch. Und fand das eine ganz, ganz gute literarische Bearbeitung, weil es halt trotzdem immer noch, also nicht nur die Geschichte erzählt, sondern das Ganze halt literarisch verarbeitet und das auf einem hohen Niveau. Als nächstes möchte ich euch Steffi vorstellen. Sie hat auch einen sehr, sehr anderen Literaturgeschmack als ich, aber sie ist wirklich die quirligste und positivste Booktuberin, die ich kenne. Also ein Video von ihr ist die ganze Zeit wirklich so. Und ich meine, das ist absolut nicht negativ, aber einen schönen, amüsanten bayerischen Dialekt. Und ich finde das so toll, wie stolz sie das auch präsentiert, weil ich mit meinem Dialekt nicht so zurechtkomme. Aber bei ihr ist immer alles sehr, sehr positiv, sehr, sehr schön. Inhaltlich geht es vor allem um Thriller, Jugendbücher, Fantasy und Liebesromane. Das heißt, nicht so ganz, was mich interessiert, aber das ist eigentlich das Schöne an Booktube, dass man halt auch verschiedene Leute hat, auch mit Romanen in Verbindung kommt, die man sonst wahrscheinlich nie gelesen hätte. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und hier möchte ich empfehlen, Zusammen ist man weniger allein. Das ist eine sehr, sehr gute Mischung so aus französischer Beschwingtheit und auch ein bisschen Charme, aber auf der anderen Seite auch so ernsten Themen, die damit verbunden werden. Und prinzipiell landen alle Protagonisten am Ende in so einer kleinen verrückten WG. Also wir haben eine ganz alte Oma, die eigentlich ins Altenheim sollte, einen recht ruppigen Koch, der auch eher so an Frauen und Motorrädern interessiert ist, eine magersüchtige, künstlerisch begabte junge Dame und dann auch einen sehr, sehr sentimentalen jungen Mann. Und die müssen irgendwie miteinander zurechtkommen, haben alle ihre eigenen Probleme und dann ist es halt sowohl amüsant als auch traurig. Als nächstes möchte ich euch Vilja vorstellen. Sie liest auch sehr anders als ich. Früher war das vor allem viel New Adult und Erotik. Das ist auch immer noch ein bisschen da, aber inzwischen ist es auch etwas anders. Also sie schiebt immer mal wieder einen Klassiker ein. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Dann gibt es auch ab und zu mal Fantasy. Aktuell liest sie zum Beispiel A Little Life. Also man hat wirklich alles bei ihr.
In ihren Videos ist es auch immer sehr, sehr rosa, aber was ich an ihr vor allem schätze, ich meine, das trifft so eigentlich auch auf alle zu, die ich euch jetzt vorstelle, aber bei ihr fällt es mir irgendwie besonders auf, ist so ihre ehrliche Art. Also wenn sie etwas nicht mag, dann, also man kann ja das auch irgendwie so schön formulieren, naja, das und das war vielleicht nicht ganz so gut, aber bei ihr ist es dann halt einfach, das war nicht gut, Punkt, es hat mir nicht gefallen, habe vielleicht richtig verstanden, ist mir auch egal, es war einfach nicht mein Ding und das finde ich sehr, sehr schön. Und ihr möchte ich etwas empfehlen, ich hoffe, das ist jetzt keine Schummelei, denn das habe ich ja eigentlich auch schon mal empfohlen, aber Der große Gatsby. Ich glaube, das wäre wirklich etwas für sie, einfach weil es halt auf der einen Seite immer noch so ein bisschen diesen Glamour hat und das schöne Leben der reichen Leute, aber auf der anderen Seite halt auch diese negativen Aspekte eines solchen Lebens. Das Ganze hat bestimmt auch eine angemessene Sprache, was mir ja in letzter Zeit immer mal so ein bisschen negativ auffiel an manchen dieser New Adult Romane, dass es sie einfach nicht mehr packt, nachdem sie halt so ein paar Klassiker gelesen hat. Und ich glaube, The Great Gatsby wäre halt eine gute Mischung davon. Das ist ja eher so ein moderner Klassiker. Das ist, glaube ich, hoffentlich genau dein Geschmack. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Booktubern. Bei denen ist mir ironischerweise am schwersten fiel, ihnen etwas zu empfehlen, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir uns eigentlich am ähnlichsten sind. Und die erste wäre Lotte von Lotte Kind. Ich finde, sie greift vor allem auch so ein bisschen zu ungewöhnlicher Gegenwartsliteratur oder viele englische Bücher, die einfach noch nicht so zu uns rübergeschwappt sind. Sie hat dabei eine wunderbare, ruhige, angenehme Art, darüber zu erzählen. Teilweise vielleicht auch mal so ein bisschen selbstironisch, aber auf jeden Fall immer so ursympathisch, finde ich. Ich gucke ihre Videos unglaublich gerne, möchte sie euch wirklich ans Herz legen. Und es war, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, ihr etwas zu empfehlen, weil wir, wie gesagt, oft den gleichen Geschmack haben, auch schon über dieselben Bücher geredet haben oder etwas zusammengelesen haben. Deswegen habe ich mich so ein bisschen für einen Klassiker entschieden. Und zwar empfehle ich ihr Einer Flug über das Kuckucksnest, denn ich glaube, es könnte ihr gefallen, wie halt hier einerseits psychische Probleme und auch die Unterdrückung und Fremdbestimmung durch andere auf eine Art und Weise erzählt werden, die trotzdem noch Humor zulassen. Das ist eine sehr, sehr gute Mischung aus dem Ernst und dann dem Versuch der Protagonisten, irgendwie so das Beste draus zu machen. Und mir gefiel es sehr, sehr gut, deswegen muss ich es sowieso jedem empfehlen, aber ich glaube, Lotte könnte es besonders gut gefallen, hoffentlich. Und als letztes, einige von euch können es sich vielleicht schon denken, möchte ich euch Verstand vorstellen. Ich habe in Abstand das Gefühl, sie ist mein Klon, obwohl wir auch jetzt was gemeinsam gelesen haben, was ihr nicht so gut gefallen hat, obwohl ich es ganz nett fand. Bei ihr findet man viele Klassiker, seit neuestem dann auch so aus dem skandinavischen Bereich, aber auch viele der alten Russen. Es ist auch allgemein einfach sehr breit gefächert. Sie hat immer mal wieder japanische Autoren drin, in Abständen auch Lyrik. Das heißt, man findet wirklich alles bei ihr. Vor allem halt, und das klingt immer so ein bisschen arrogant, aber vor allem ein bisschen trotzdem diese gehobenere Literatur. Also ihr werdet da nicht so diese ganz simple Unterhaltungsliteratur finden. Und wie gesagt, ich meine das nicht auf eine etepetete Art, sondern das ist einfach, was sie gerne liest, das ist, was sie genießt und das finde ich sehr, sehr angenehm. Zwischendurch findet man auf ihrem Kanal auch immer mal Videos zum Studium oder so Einführungen in irgendetwas. Und eben vor allem gut durchdachte Rezensionen, etwas, was ich immer zu schätzen weiß. Und ihr etwas zu empfehlen war noch schwieriger, weil wir schreiben sehr, sehr oft auf YouTube, wir lesen viel zusammen und reden eigentlich ständig über Bücher. Das heißt, ich habe mich für etwas entschieden, was etwas älter ist und was ich auch schon mal allgemein in meinen Videos als Empfehlung erwähnt habe. Aber ihr möchte es nochmal ans Herz legen, einfach nur, damit ich endlich jemanden habe, der es vielleicht genauso mag wie ich. Aber da weckt man natürlich auch schon wieder riesengroße Erwartungen. Es ist Vergeltung von Gerd Ledig. Da muss man wahrscheinlich in der Stimmung sein, denn das ist ein ganz furchtbares und hoffnungsloses, trostloses Buch über den Zweiten Weltkrieg, dessen Aussage ist, dass prinzipiell alle sterben, alles ist schlimm, keiner gewinnt, für jede Seite ist es furchtbar und wie gesagt, wenn man dann halt so ein Buch liest ohne jeglichen Hoffnungsschimmer, das kann auch anstrengend sein, aber mich hat das so geprägt, das war das erste literarische Werk, was mir die Folgen des Krieges so erschütternd beigebracht hat. Also ich meine, natürlich hat man das auch in Geschichtsbüchern oder wenn man zu bestimmten Orten fährt, aber literarisch verarbeitet war das das erste Mal, dass ich wirklich da saß und dachte, mein Gott, ich kann es gar nicht begreifen, was da passierte und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht wäre es ja auch was für dich. Es ist von der Sprache her sehr so staccatohaft, sehr abgehackt, aber in dieser Kürze einfach so gut, weil es dadurch vor allem nochmal grausam wird und also ja, ich finde es absolut empfehlenswert. Und allgemein natürlich alle, die ich jetzt vorgestellt habe, sind Leute, die ich schätze, bei denen ich auch, soweit ich weiß, alle Videos schaue und die ich euch nahelegen möchte. Falls ich euch jetzt nicht erwähnt habe, dann lag es wirklich nur daran, dass bei mir sogar schon 11 Leute im Video waren oder dass es mir schwer fiel, etwas zu finden, was ich euch empfehlen kann. Also es liegt weniger daran, dass ich euch gerne gucke, sondern dass ich nicht so richtig wusste, was ich euch nahelegen kann. Und ja, dann danke ich allen fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.